Oh, hier ist noch so ein Fahnen. Ein Aggressiver. Wie komme ich jetzt von dem? Guck, ich habe gerade 1% und jetzt habe ich 2%. Bekomme 2% von denen. Weil ich hatte gerade 2, jetzt habe ich 4. Egal, wir gehen jetzt zu den anderen. Die sind cooler. Richtig. Jump. Jump in diese Warte. Oder auch nein. Nicht. Lol. Unsichtbare Wand. Na gut, dann lauf ja. Ich laufe jetzt hier einfach mal links rum. Lol. Und du? Lol. Ich bin rechts rumgelaufen. Aha. Das ist kürzer. Ja, hoffentlich sind nicht wieder irgendwie unsichtbare Wand. Das ist ein bisschen doof. Wo fängt denn das Gebiet an mit denen? Eigentlich auf der rechten Seite von dem Ding. Okay, ich hab Creep. Oh mein Gott, hier ist schon der Boss. Okay, ja, der war fail. Okay, ich leuchte auf immer ein bisschen außen rum. Ich mach den Moonwalk. Oh ja, mit dem Schwert in der Hand. Ah, guck mal, ich seh dich. Voll sexy, das Ding. Okay, wo bist du? Ah, ja. Dann lassen wir mal einfach diese Viecher hier, oder? Wo wir wohl rumchillen. Jo. Diese cute Dinger. Die süßen. Oh, alle Level 17, mal gucken, wie viel Damage die machen. Oh mein Gott, die machen ganz gut Damage, ey. Leck mich am Arsch. Da muss halt einfach viel healen. Ja. Ist aber auch ganz normal, egal welche Charakterklasse du spielst, du musst immer viel healen. Das ist einfach live. Das sind zwei Hackerkatzen, Alter. Ich merke gerade, wir werden ein bisschen ruhiger, glaube ich. Jetzt kommt so dieser Moment irgendwie, wo man so. Ich bekomme 2% von denen. Also immer 2%. Ah, ja, klar. Okay. Gehen wir mal an den hier kurz. Attack. Ist immer so, ich werde eigentlich momentan nur ein bisschen ruhiger, weil es eben schon so spät ist. 8% habe ich jetzt im Moment. Ich meine, wir haben jetzt 1.46 Uhr, 47. Mhm. Und ja, habe ich schon gesagt. Ungern, dass meine Eltern wach werden, dann gibt's auf den Popo. Ich bekomme von denen auch nur 2, also, ja, okay, egal. Du bekommst wahrscheinlich irgendwie 2,8 von denen und von den anderen bekommst du wahrscheinlich nur 2,0. Deswegen macht es im Endeffekt, glaube ich, mehr Sinn gegen die. Ja, egal, das passt. Das Doofe ist, seit neuestem hat man ja Healen. Max? Alter. Du musst ja drauf achten. Alter, ich stürze mich gerade so ab. Oh mein Gott, hinter uns. Okay. Alter, hau doch drauf. Heal. Ja, ich wollte gerade, aber ich war gerade. Ich konnte gerade irgendwie, ich weiß nicht, das war echt fail. Ich musste hier gerade unterm Penispumpe, ne? Weißt du Bescheid. Deswegen ist es gut, wenn du die Healer dabei hast. Oder? Habe ich die Akku? Keine Ahnung. Snackt der Typ gleich wieder alles. Ja, klar, alles, Alter, alles. Wie ein so richtig räudige Bockwurst. Oh ja. So eine richtige Eiterbeule. Was wolltest du gerade sagen? Und deswegen ist es immer gut, wenn du einen Healer dabei hast. Dann bist du immer auf der sicheren Seite. Okay. So. Das Video ist auch down. Da. Das heißt eigentlich im Schnitt 50 Viecher müssen wir. Da, du rennst von mir gerade. Du rennst von mir gerade irgendwie weg. Okay, ich glaub einfach gerade aus weiter Scheiß drauf. Dingenskirchen. Dingenskirchen? Was soll ich denn sagen? Irgendwas mit 50 gerade? Viechern. Ja, genau, eigentlich müssten wir 50 Viecher töten. Hätten wir 100%, oder? Ja, also circa. Wahrscheinlich nur 45 oder so, weil die ein bisschen mehr als 2% bringen. Ja. Warte, wir gucken gleich mal, wie viel so ein normales Viech macht. Da habe ich aktuell gerade 19%. Alter, die machen ja auch dick Damage. Stecken wir mal, schnell. Wie viel Prozent es dieses Viech hier gibt? Alter. Das macht mir richtig hart Damage. Okay, wir bleiben trotzdem bei den Kleinen, auch wenn die irgendwie mehr machen. Dann habe ich jetzt 3% bekommen. Ich habe von den 2 bekommen. Warte, ich hatte gerade 19, habe ich 21. Okay, ich habe von denen gerade nur 2 bekommen. Irgendwie variiert das, glaube ich. Ja, das variiert. Random. Weil du siehst halt die Zahl hinter dem Komma. Also, du siehst ja die Kommazahl nicht. Mhm.
So. Für die Loot. Alter, was? Das Teil ist snackt. Wie viel Zeug gerade erhalten, gell? Ja, ja, das ist aber alles so Event-Zeug. Also, so. Also. Das ganze. Hey, hast du das alles in deinem Inventar dann? Ja, das ist einfach alles nachher alles verkauft. Okay, nee, weil ich hab nämlich kaum was in meinem Inventar. Ich dachte, gut, dann kannst du das wichtige Zeug rumtragen. Nicht den ganzen Crap. Nee, nee, ich meine, falls du da noch irgendwie keinen Platz mehr hast, dann kannst du nicht auch mal was abnehmen. Genau, was, weil dann können wir es einfach trotzdem behalten und irgendwie verkaufen. Ja. Hebt das dann irgendwie nicht mehr auf, oder wie? Ist es, wenn du keinen Platz mehr hast? Also wenn ein Platz voll ist, dann hebt das einfach nicht mehr auf. Ja. Okidoki. Ah, die Mucke ist einfach so gigantisch. Oh ja. Warte mal, was werde ich noch drauf gehen, weil ich hier Party Level 6 haben wir schon. Für so ein Low Level eigentlich gar nicht schlecht. Wo rennst du hin? Sorry, fail. Alter, der hat mich auf 91 runtergehauen. Das sag ich ja, du musst immer gucken, dass du echt Full Life hast. Wenn du mal irgendwie nur noch ein Viertel Life hast und du sagst, ja, ich halte eigentlich noch zwei Schläge aus und das Teil haut dir einen Crit rein, dann sieht's halt schlecht aus. Da hast du gleich Anuskrebs, ne? Oh ja, so richtig harten. Alter. Den von der harten Sorte. Anuskrebs von der harten Sorte, Alter, leck mich am Arsch. Du hast gerade die Arco, oder? Ja. Krass, da mag ich, Alter. Zeug. Übel viel Ranz, was man einfach gar nicht braucht, hä. Tust eigentlich auch ein bisschen auf deinen Heal-Skill. Wie meinst? Healed. Naja, dass du halt auch ein bisschen mehr Leben hast. Nee, mach ich nicht. Gar nicht? Nee, das lohnt sich als Supporter nicht. Weil im Endeffekt, wenn du ein guter Supporter sein willst, dann brauchst du einfach abnormal viel Mana, damit du einfach 10 Minuten lang Dauer healen kannst. Okay. Und ja, darauf kommt es eigentlich an. Und ich werde dann im Endeffekt meine Buffs einfach so hoch machen, dass ich mir selber einfach extrem viel HP buffen kann. Okay. Weil man levelt einfach so schnell, also das 37%. Voll abnormal. Warte, ich glaube, ich hab 38. Ja, hab 38. Wo bist du hin? Da, wo wir gerade eben noch waren. Auf dem Platz da halt. Ich glaube, du bist irgendwie weggerannt, kann das sein? Warte mal kurz. Map. Ja, du bist da hinten. What? Da waren wir gerade eben auch schon. Da bist du, lol. Hey. Epic Fail. Ab Level 15 wird das Ganze eigentlich erst interessant. Ja. Weil du dann die Jobquest hast und dann gehen wir in den Must Dungeon, weil der Must Dungeon geil ist. Ein Must, hä? Ja, richtig. Im Must Dungeon laufen praktisch mutierte Viecher von denen hier draußen. Alter, wie geil ist das denn? Und die machen dann einmal doppelt so viel Damage, oder? Ja. Okay. Ich habe das Spiel so langweilig ohne die Musik vor irgendwie. Das ist so, gibt's so ein gewisses Blick ins Gesicht, ey. Das ist so richtig hart. Ja, mit so einem richtig schönen Springerstiefel direkt ins Oh Race. Ja. Ich muss eh mal hier, ich guck mir gerade mal kurz die Viecher von etwas Nahen an. Wie die so aussehen. Ja, die hat einen Slip an. Oder nein. Strapse. Hat sie gar nicht. Die hat oben rum gar nichts an. Und untenrum. Ach, jetzt bewegt die nochmal nicht so hoch. Jetzt rennt die weg. Ich muss mich die Leiche angucken. Über der Pedobär. Stehst du über der Leiche drüber. Willst sich gerade in ihr vergehen und dann die spawnt sie. Mann. Ja, komm, hau mir halt Damage rein, Alter. Also, gleich hier einschlagen, hier gleich wieder 500 Fick weniger. Wenn wir dann mal auf einem
auf einem großen Server spielen, also auf einem Channel, wo mehr Leute sind, müssen wir einfach mal durch Zentral Flaris laufen. Also dann sind deine FPS so derbe unten. Oh ja, und dann einfach die ganze Zeit Master AP for the win und dann die YouTube-Link die ganze Zeit posten. Ja, dann kommen wir Hater. Ja, ganz viele. Ihr seid schwul, ihr habt keinen Skill und kleine Lol. Penisse. So geil, gell? Freundin von mir hat mir irgendwie ein Bild von einem Dildo geschickt heute, während ich mit meiner Oma war, und hab mir erst im WhatsApp geschrieben, gell? Weil uns irgendwie langweilig war, gell? Ja, der hat so ein Dildo geschickt und so, ich so, ja, soll ich jetzt ein Bild von meinem Penis dir schicken oder was? Und dann irgendwie so bla bla hin und her geschrieben und so. Ohne Witz, Alter, ich hatte voll den Drang, das zu tun. Weiß nicht, das war übel lustig gewesen, Alter. Oh mein Gott, Alter. Ja, mir war irgendwie übel langweilig mit meiner Oma. Ja, bei Verwandten ist es immer langweilig. Ja, das ist echt aber richtig krass. Genau für solche Gelegenheiten habe ich mir jetzt die PS Vita geholt. Ich verstehe das eh nicht, wie man so extremer Familienmensch sein kann. Ich verstehe das auf keine... Ich komme damit voll nicht klar. Es gibt echt Leute, die hängen irgendwie... Weißt du, am Wochenende irgendwie nur was mit ihrer Familie machen. Ich verstehe das nicht, wie man das kann. Endeffekt, so ein bisschen Familie ist echt schon wichtig. Natürlich, okay? Aber... das ist... Man kann es auch übertreiben, also... Ja, und vor allem bei übel vielen Leuten ist es halt so voll... Gerade, dass man sich irgendwie an Weihnachten oder an Ostern das immer trifft. Das reicht einfach, doch einfach, wenn man sich da einmal im Jahr trifft, weißt du? Aber und manche Leute, da spürt man so richtig, wie da eigentlich keiner drauf richtig Bock hat. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist einfach übel so gestellt und voll so einfach dahingeklatscht. Irgendwie so voll lieblos, so gar nicht geil. Das ist genauso wie duschen. Du hast einfach gar keinen Bock, aber musst es halt einfach tun, weil du sonst noch Magie stinkst. Okay. Geil.